Hallo, grüß euch. Servus. Schön, dass du wieder da bist. Coming out. Was für eine Thematik. Und ich weiß gar nicht so recht, wo fängt man da an? Wo beginnt ein Coming out? Es steckt etwas in dir, eine Fähigkeit, eine Veranlagung, ein Potenzial, ein Wunsch, ein Traum. Irgendetwas steckt in dir drinnen und ist Teil von dir. Und wie alles im Leben hat alles seine Phasen und irgendwie auch den perfekten Moment, den richtigen Moment. Angeblich. Und ja, ich vermute, es wird alles so stimmen. Und ich glaube daran, dass es den perfekten Moment gibt, einfach den richtigen Zeitpunkt für das Coming Out. Wenn etwas in dir drinnen steckt und wenn ich von, ich wiederhole es nochmal kurz, diese Veranlagung, ein Potenzial, eine Fähigkeit, eine Idee, ein Wunsch, ein Traum. Ja, aber schon ganz in dir drinnen, in dir, in deinem ganzen Wesen, als Same gesetzt ist, dann hat es einen ganz langen Weg schon hinter sich, bis dass es irgendwann einmal in dir wirklich hochkommt, so präsent wird. Und das passiert wieder normalerweise noch lang, lang, lang vor einem Coming Out. Coming out ist etwas, ich glaube, das bringt Erleichterung, oder? Ist nicht so, hast du das auch schon mal gehabt, wenn du, und das muss ja nicht immer gleich irgendeine große Sache sein, weil ja, Coming out ist auch schon etwas, was wir, also ich persönlich habe das ganz oft einfach auch nur mit dem in Verbindung, wenn sich jemand als homosexuell erklärt, definiert. Mit dem nach außen geht, wer und was er ist. Aber das ist ja nicht nur beim Sex also, sondern das ist ja so oft eben mit Fähigkeiten und Veranlagungen, Ideen etc. Ich glaube, ich habe definitiv irgendwann einmal ein Coming Out gehabt, wo ich gesagt habe, ja, ich bin ein Medium. Ja, ich bin ein Medium. Es bringt einfach, wenn man diesen Punkt erreicht hat, es in sich so intensiv zu fühlen und irgendwie Gott sei Dank im Kopf drum auch noch klar zu haben, so halbwegs, weil für ganz, ganz vieles gibt es ja, vor allem in diesen spirituellen Ebenen, sage ich jetzt einmal, immer noch Schwierigkeiten, das passende Wort dafür zu finden. Und dennoch gibt es ja für alles ein Wort. Aber diese Zeit bis dorthin, ich muss euch halt, nein, ich muss euch gar nicht, aber ich gestehe euch ganz, ganz ehrlich, also ich bin halt erschöpft, so richtig, ich bin geschlacht, so richtig müde. Eben weil sie dieses Thema in mir wahrlich hochgekocht hat. So, und wenn ich das jetzt auf die Medialität beziehe, dann ist es doch so oft, dass wir in unserem Leben schon etwas ganz oft ausgesprochen haben sogar. Wir haben es lang vorher, sind wir diesen Weg gegangen, so vieles zu fühlen und so viel wahrzunehmen und so viel da sein zu lassen und dann trotzdem wieder es nicht zu verstehen, dann versuchen wir es zu verstehen. Trotzdem passt es irgendwie nicht ganz so zusammen. Und es macht uns fertig, oder? Es macht uns doch einfach fertig. Bis wir diesen Punkt erreichen, der uns in Wahrheit dann erleichtert, auf eine gewisse Art und Weise. Und kaum ist diese Erleichterung geschehen,
Hoffentlich hast du eine Party gleich danach geplant, weil sonst vergisst man oft einmal sogar das Feiern, weil in diesen Momenten hast du wirklich Großes geleistet und du solltest dich feiern, weil dann geht's Leben wieder weiter. Das ist ja die Krux an der Geschichte. Das Leben ist eine Reise. Und manchmal denke ich mir, ja, also wenn diese Zwischenstopps mal ein bisschen länger werden, dann wäre das echt eine geniale Sache. Aber gerade jetzt merken wir doch alle, na irgendwie Zwischenstopp, plant denn nur wer? Oder darf man sich die alle nur selber organisieren? Coming out, was brauchst du dazu? Es ist immer etwas, was ja tief in uns drinnen, in unseren Gefühlen die ganze Zeit passiert. Etwas kristallisiert sich, macht sie bereit, macht sie auf den Weg. Ja, ich weiß gar nicht, ich muss natürlich auch wieder an die Pubertät denken. Da macht sie auch was innerlich auf die Reise. Und ja, und manchmal ist es auch so schwierig und so spürst du das so schwer greifbar? Was genau ist es jetzt? Um was geht es? Was genau ist es nämlich bei mir? Und wie möchte ich das in meine Worte packen? Also ich spreche von mir, um es für dich in deinen Ohren klingen zu lassen, für dich. Und ja, da kommt natürlich das Wort von Vergleich. Und wir wissen ganz oft nicht, was wir wollen. Wir wissen ganz oft nicht, was in uns drinnen los ist. Und ganz viele Menschen sagen dann oft, na, du darfst dich nicht vergleichen mit anderen Menschen. Ich denke mir, na ja, so bis zu einem gewissen Grad ist der Vergleich vielleicht sogar gut dienlich, solange du das Positive rausholst und nicht in dem stecken bleibst, was du eben nicht bist, weil du dich vergleichst mit den anderen, die eben sind, wie und was sie sind, und du für die wahrnehmen kannst, ah, genau das bin ich nicht. Tada! Erkenntnis. Du bist das Gegenteil. Oder zumindest irgendwo da in dieser Suppe des Gegenteils drinnen. Und so kann man sogar durch einen Vergleich Feines für sich lernen. Gleichgültig, wie weit du gehst in deinen Coming-out. Und du wirst immer wieder merken, dass es auch eine Veränderung in dir drinnen wieder in bereits diesem Coming-out ist. Und in diesem Bereich, wo du dein Coming-out gehabt hast. So. Aber wie wundervoll ist es, zu dir zu stehen? Wie wundervoll ist es, wenn diese Erleichterung dann einfach da ist, wo du eben, wie gesagt, schon die Party feiern solltest, dann anschließend, dass du einen Teil von dir neu leben lässt, dem Ganzen einfach neu Raum gibst, mehr Raum gibst, Luft zum Atmen und eben zum Leben, was auch immer das einfach ist. Es ist doch gleichgültig, vielleicht ist es ein neues Hobby, das du machen möchtest und du kommst da komisch vor, weil in deinem ganzen Umfeld, so um die Umme, mag das keiner so oder du weißt es nicht. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Du weißt es nicht, dass jemand anderes es auch tut. Und ich höre das auch immer wieder in meinen Seminaren, dass sie sagen, ja, ich rede auch irgendwie mit den Toten oder ja, ich fühle das doch auch, wenn es wem irgendwie anders geht oder ja, ich nehme das auch wahr, aber ich sage es nicht, weil ich komme mir so allein vor damit. Aber wenn wir nicht beginnen, über die Dinge zu sprechen und sie da sein zu lassen, ja, wann soll sich denn das endlich ändern alles? Und ja, natürlich, wir sind ja alle so viele, so viele, so viele. Wir sind immer alle so viele. Ich merke es aber ganz oft bei dem, was mir die Menschen erzählen, sie fühlen es nicht, dass es viele sind. Natürlich spreche ich da jetzt vor allem vom spirituellen Bereich, aber nein, ganz viele Menschen fühlen es nach wie vor nicht, dass sie viele sind. Und ich glaube nicht, dass dieses Video jetzt dann den großen Kabumm machen wird, aber vielleicht schaffst es bei dir, dass du ein Stickerl mehr einfach zu dir finden kannst, wenn es da ein bisschen eine Stabilität gibt.
um zu dir zu stehen. Weil das, was es ja auch wieder braucht für dieses Coming Out, ist ja Mut. Und es braucht ein Tun. Zwei Worte, die sehr ähnlich sind. Und mir ist halt aufgefallen, es braucht immer wieder, wenn du etwas Neues beginnen möchtest, braucht es einfach die richtigen Kreise. Es braucht die richtigen Menschen, es braucht die richtige Schule zum Beispiel, es braucht die richtige Location, es braucht das richtige Mindset, es braucht die richtige Frequenz, die richtige Schwingung, es braucht irgendetwas, was dir bietet, dass das, was du für dich ungefähr fühlst und wahrnimmst, bereits da ist. Und dass du sozusagen nur mehr hingehen musst und dann hoffentlich entwickelt sich alles und dann macht es wups und dann ist es da. Ach ja, also es braucht definitiv die richtigen Kreise, es braucht die richtigen Menschen, es braucht das richtige Umfeld. Man kann sich voll viel aus Büchern rausholen, man kann sich voll viel aus dem Fernsehen, aus dem Internet, das überall rausholen. Es ist irgendwie überall alles da. Nur kannst du dich erinnern, ganz am Anfang vom Video habe ich gesagt, alles beginnt in dir mit einem Gefühl. Es ist ein Gefühl, das dir aufzeigt, du, da möchte etwas Neues aus dir raus, da möchte eine neue Facette von dir leben. Ja, ein anderer Teil von dir möchte lebendig werden. Es beginnt in dir und drückt sich als erstes aus durch ein Gefühl. Also wird da leider nichts anderes überbleiben, wie das, dass du all deinen Mut zusammennimmst und ins Tun kommst, dich dorthin bewegst, wo du fühlen kannst, dass es da ist, damit du in dir fühlen kannst, dass du es da sein lassen kannst, weil du dich wohlfühlst damit. Da helfen dir all die Gedanken nichts. Das ist was, was mit den Gedanken stabilisieren uns wir. Sehr, sehr gut, sehr, sehr stark, sehr, sehr intensiv und es funktioniert. Bis zu einem gewissen Grad. Denn der Mensch besteht aus so viel mehr als nur der Kopf. Es braucht dieses Fühlen, es braucht das Erleben. Und das ist dadurch nicht fremd, dass sich etwas besser leben lässt, leichter von der Hand geht, wenn du fühlst, dass es deins ist. Weil du fühlen kannst, dass du dich nicht verstecken musst. Weil du fühlen kannst, dass du zu dem stehen kannst, wie du das ausdrückst, was du da gerade in dir trägst. Vielleicht gehst du eine Zeit lang einfach nur in die richtigen Kreise, ich bleibe jetzt bei der Ausdrucksweise, um die richtigen Antworten dennoch erst wieder einmal zu finden, weil ich habe vorher schon erwähnt, das Wort von stabilisieren ist ganz, ganz wichtig, weil naja, jedes Baby, das frisch auf die Welt kommt, braucht auch seine Zeit, bis es laufen und stehen kann. Und für das braucht es Unterstützung und Hilfe und Nahrung und die richtigen Menschen um sich und ein Zuhause und Geborgenheit. Und genauso ist es, glaube ich, mit dem, was ich jetzt darunter verstehe, was alles ein Coming-out sein kann. Damit du zu dir selber stehen kannst und du stehen kannst mit dir auf deinem eigenen, auf deinen eigenen zwei Beinen. Und vielleicht sind auch das symbolisch noch zwei Beine, dein Denken und dein Gefühl. Aber wenn alles aus dem Gefühl heraus beginnt, sich auszudrücken, dann braucht es auch dieses gute Gefühl in dir drinnen, dass du dann gut stehst. Ja, coming out. So what? Was ist es, was du leben möchtest? Was ist es, wo du dich seit einer Zeit lang damit eigentlich gefühlt trotzdem versteckst? Was ist es, was du schon lange erleben möchtest? Was ist es? Vielleicht ist es eine Liebeserklärung. Vielleicht trägst du den Wunsch schon lange in dir und möchtest es endlich loswerden. Vielleicht möchtest du endlich kündigen. Coming out, die Kündigung. Vielleicht möchtest du endlich dein ganzes Leben umkrempeln. Komplett. Vielleicht möchtest du dich selbstständig machen. Auch ein Coming Out. Vielleicht. Es gibt so viele verschiedene Arten, dem als Coming Out einfach
sehen kann. Aber das, warum es für mich diesen Begriff oder diesen Titel hat von Coming Out, ist, weil ich dir sehr ans Herz legen möchte, wertzuschätzen, was alles in dir und in deinem Leben geschieht, in deinem Denken, in deinem Fühlen, in deinem ganzen Alles während, was du bist, bis es zu diesem Coming Out kommt. Bis du zu dem stehst, während was du jetzt eben leben möchtest und während was du jetzt bist. Da passiert so, so unfassbar vieles und du leistest wirklich Riesengroßes und manchmal vielleicht sogar über sehr, sehr lange Zeit. Und manchmal steckt man auch wirklich Tiefschläge ein. Man lernt manchmal Menschen kennen, weil das jetzt gerade passiert, weil du gerade da drinnen bist und genau von den Menschen, wo du denken würdest, denen kannst du vertrauen und sie waren lange Zeit an deiner Seite, können vielleicht exakt mit dieser Seite von dir auf einmal nichts anfangen. Aber magst du da vielleicht auch mal einen Blick drauf werfen, dass das manchmal gar nicht ist, dass du in der Sekunde etwas falsch machst, sondern dass diese Menschen einfach nichts mit dem Ganzen anfangen können, weil sie kein Interesse haben in dem Ganzen. Also, was ich da sagen möchte, ist, dass du in dem Weg dennoch richtig bist, solange du es in dir drinnen fühlst. Und nicht jeder geht jeden Weg mit. Das ist was, das kennen wir. Unser ganzes Leben lang. Die Kindergartenfreunde, die uns erhalten bleiben bis zur Pension, sind sehr rar gesät. Und dennoch sind immer wieder Menschen auf deinem Weg, die dich begleiten und die dich unterstützen möchten und die es gut mit dir meinen, ohne deren Meinung auf die deine zu legen, sondern wirklich dich sehen in dem, wo du gerade drinnen stehst, was für dich wichtig ist, in deinem Weg bis zu deinem Coming Out. Haben diese Comings Out ein Ende? Ich weiß es nicht. Manchmal wünsche mir ich zum Beispiel, weil ich nochmal zu diesem Thema kommen möchte mit dem Vergleich, wenn du drauf kommst, dass du zwar in eine Richtung tendierst, dennoch genau fühlen kannst, dass es nicht exakt deine Richtung ist, dann bitte vertrau deinem Gefühl. Weil in deinem Gefühl hat diese Reise bis zu deinem Coming Out begonnen. Dein Gefühl in dir drinnen hat hundertprozentig den richtigen Weg für dich. Ich sage nicht, dass dein Gefühl eine einzige klare Antwort hat. Bäm. So wie wir in unserem Kopf haben, hey, Coming Out und dann ist alles gut. Das ist ja auch nicht die Wahrheit. Sondern es ist ein riesengroßer Meilenstein, der dir dein Leben erleichtert und das dir ermöglicht, es leichter leben zu lassen, während was du bist. Ja, also, warum sage ich das nochmal mit diesem Vergleich? Das ist einfach, man denkt dann oft, ah, jetzt bin ich das und dann schaue ich irgendwo rundum und sehr viel Information ist sehr viel nahe da, alleine durch Social Media und Internet. Und dann kommt man drauf, nein, ich bin zwar das auch, aber ich bin es trotzdem anders. Irgendwie so, wie die das machen, fühle ich das für mich nicht. Und merkst, das hört zu. Wieder das Fühlen. Vertrau deinem Gefühl. Es hat für dich deinen Weg. Und genau. Ich bin aber manchmal ein bisschen, nicht halbe, sondern manchmal ein bisschen traurig. Weil fällt dir das schon mal auf? Ich bin zwar ganz oft sehr, sehr gut gelaunt, aber ich bin niemand, der dir das Blaue vom Himmel verspricht. Ich rede die Sachen nicht schön. Ich versuche sehr, sehr, sehr ehrlich zu sein. Und manchmal macht es mir einfach wirklich traurig, weil ich mir denke, wieso kannst du denen nicht einfach einmal lauter geile Scheiße einfach nicht da mitgeben und alles ist gut und ja, go for it und mach und los geht's, coming out und es ist alles easy cheesy. Ganz ehrlich, ich fühl's nicht.
Ich fühle es einfach nicht. Und das ist das Beste an dem Ganzen, warum ich das jetzt eigentlich erzähle, ist, wenn du deinem Gefühl vertraust, wirst du genau diese Menschen anziehen, die mit dem umgehen können, wer und was du bist. Und dann geht auch dieses Leben, diese Etappe, diese Herausforderung geht leicht. Weißt du warum? Weil sie dir entspricht, solange du deinem Gefühl vertraust und dir treu bleibst. Dir treu bleiben. Vor allem in den Zeiten von Coming Out. Ich meine, da geht's ja um was. Versteh mich bitte richtig. Da geht's um was. Da geht's um was Essentielles. Was mega Wichtiges. Weißt du schon um was? Es geht um die. Das ist irre. Das ist riesig. Das ist gigantisch. Und du solltest dir das einfach wirklich wert sein. Dich mit allem Möglichen zu vergleichen. Und für alles irgendwie kopftechnisch einen Haufen Antworten zu finden. Aber ich wünsche dir so sehr, du solltest es dir wert sein, auf dein Gefühl zu horchen und mit dem zu gehen, wer und was du bist und was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Weil eins ist fix, dein Leben beginnt mit dir, dein Leben endet mit dir. Kannst du mir glauben, ich rede mit den Toten. Und du solltest das wert sein. Weil du bist derjenige, der dein Leben leben darf. Das macht kein anderer für dich. Also geh damit. Ich wünsche dir frohes Schaffen. Ich wünsche dir ein ständiges, achtsames Umgehen und Entdecken von dem, was du fühlst. Weil dann bist du ganz, ganz fest bei dir. Und dann ist jedes Coming Out ein Riesengeschenk. Und diese Geschenke, die machst du alle selber. Und mit denen wünsche ich dir voll viel Spaß. Wünsche dir tolles Coming Out, was auch immer du vorhast in deinem Leben. Und bis wir uns wiedersehen. Tschüss, pfiat euch.